Die Stadtteilserie wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Osnabrück. Ahoi! Wir sind heute mal nicht zu Fuß, sondern mit dem Schiff im Stadtteil Hafen unterwegs, denn der Stadtteil heißt nicht nur so, er hat sogar auch einen, genau genommen sogar mehrere. Und wie das geht, obwohl Osnabrück nicht mal am Meer liegt, da bin ich jetzt auch gespannt. Wir schauen uns das mal an. Leinen los, Kapitän! Leinen los! Kapitän Wolfgang Bonfort nimmt uns auf seinem Fahrgastschiff MS Lyra mit zur Hafenrundfahrt. Die Schiffe, die hier anlegen, kommen vom Mittellandkanal. Hauptumschlaggut ist hier am Piesberger Hafen der Bruchstein, der ganz in der Nähe am Piesberg gewonnen wird. Gleich nebenan liegt der Ölhafen, erkennbar an den grünen Mineralöltanks. Bis zum Stadthafen müssen wir fast 5 Meter Höhenunterschied überwinden. Bergauf fahren geht nicht, deshalb passieren wir die Haster Schleuse. Einmal drin ist bei Kapitän Bonfort Kraft und Fingerspitzengefühl gefragt. Er muss aufpassen, dass sein Schiff nicht abtreibt. Sonst bekommt er Ärger mit dem Schleusenchef. Schleusenmeister Hubert Meyer macht das schon seit 22 Jahren. Herr Meyer, wie oft kommt denn hier eigentlich ein Schiff? So circa 5 bis 6 Schiffe pro Tag. Und was machen Sie in der Zwischenzeit? Nicht Däumchen drehen? Nein, nicht Däumchen drehen. Dann wird immer gepumpt. Der Wasserstand muss dementsprechend ausgerichtet werden, beziehungsweise das Oberwasser, damit die Schiffe immer genügend Wasser und Kiel haben. Aber man braucht nicht unbedingt so ein großes Schiff, um hier bei Ihnen geschleust zu werden. Man darf auch mit dem Ruderboot kommen, oder nicht? Ja, mit dem Ruderboot auch, aber nicht einzelne Ruderboote, dann schleusen wir die zu 90% so im Polk, das heißt so 15 bis 20 Boote. Und ansonsten muss man das Boot in die Hand nehmen, beziehungsweise aussteigen und drumherum tragen? Jawohl, genau so ist es. Okay, dann wollen wir Sie nicht weiter von Ihrer Arbeit abhalten. Ich glaube, wir fahren dann auch mal weiter. Ja, der Kapitän ist auch schon wieder an Bord. Weiter geht's. Und zwar in den Stadthafen. Hier laden die Binnenschiffe zum Beispiel Schrott für die Georgsmarienhütte ab. Etwa 550.000 Tonnen werden im Hafen pro Jahr umgeschlagen. Das ist so viel Gewicht, wie etwa 100.000 Elefantenbullen auf die Waage bringen. Und damit sind wir schon am Ziel unserer Hafenrundfahrt. Danke fürs Mitnehmen. Ein Teil des Hafens kann man nämlich nicht mit dem Schiff erreichen. Und das ist die Pankstinger Straße, der Teil des Stadtteils Hafen, den die meisten Osnabrücker kennen. Haupteinfahrtsstraße in Osnabrück und sozusagen das zweite Gesicht des Hafens. Und damit sagen wir Tschüss von der Stadtteilserie. Nächste Woche sind wir dann in Atta unterwegs. Ahoi!